Oh, let's go. Welcher Typ? Das kann ich dir nicht sagen. Also das ist auf Alter, Janik. Pflanze. Ja, nimm ich. Neue nimm ich. Map, Janik. Nimm ich. Neue Map, Janik. Oh shit. Einfach neue Map, Janik. Neue Map direkt. Schick Einladung, Janik. Mach erstmal dein Hunting da zu Ende. Schick ich gleich. Wir sind jetzt eh in der Runde. Wir nehmen. Findest du nicht, dass Essen nicht Spaß macht, Sora? Also ich finde schon, dass Essen nicht Spaß macht. Warum seid ihr alle so negativ? Weil es halt nach Verstecken nur noch, naja, negativ ist. Ja. Mal gucken, wie der Char jetzt ist, ne? Ja, du kannst ihn ja jetzt noch nicht bewerten, weil es ein random Spiel ist. Ja, ich weiß. Du machst halt mehr mit seinem Primärfeuer, machst du je mehr Schaden, je länger auf dem Kopf geht. Ja. Ja. Mal gucken, wie der den spielen kann. Gar nicht. Der hat eine Barriere, die hat 1000 Shield, aber die hält nur 3 Sekunden. Was ist das für eine Barriere? Die ist von dem neuen Helden, aber die hält nur 3 Sekunden, auch wenn sie 1000 Leben hat. Rechtes Soldier? Ja, hast du schon. Ich schreibe mal auf die Widowmaker. Oh das, nein, aber Ramatas tot. Das mal den armen Dominik. Ey, Sora, was soll denn? Big Cap. Oh, wow, Lucio. Hast du denn eine PS5, Sora? Der hat da, ja. Was? Was ist denn da los? Und das als Student, wie kannst du das leisten, Alter? Gute Frage. Kontakte. Kontakte. Halt dein Maul. Müssen jetzt ernsthaft damit spielen, weil sie es nicht anders können. Was mit Reaper? Ja. Muss der überhaupt, hey. Der ist hier die Tür und rein. Ja, mittlerweile kann man die echt gut bestellen. Also. Reaper ist hinter mir. Warum 610? Ach, die kostet jetzt 550, ne? Ja gut, habe ich das Glück, dass ich damals 2 geschossen habe, als sie noch normal kamen. Ja, 610 Scheine ist schon not bad, ne? Das muss erstmal was machen. Also der Tank ist real talk mehr balanced als das Sigma. Digga, warum soll ich meine Mods bezahlen, wenn hier eh nichts los ist? Oh. Darüber kann man wieder reden, wenn hier mal mehr los ist, ja. Und ich vor allem wieder nochmal Geld verdienen. Gibt es hier einen anderen Spawn, wo man raus kann? Oder? Ah ja, hier. Oben. Es gibt zwei Wege, oder nicht? Ja, es gibt nur zwei Wege. Den oben.
Es gibt jetzt vor Real nur zwei Wege, oder was? Ja, mal abwarten, was jetzt am Dezember mit Naruto passiert, so. Das ist komplett dumm, es gibt nur zwei Wege raus und die kann man so leicht abcampen. Oder... Man kommt da nicht weg. Und ganz rechts kommt man am besten raus, glaube ich. Wo ist der Scheiß? Oh nein, die Toxic Ult, Digga. Oh. Fucking help me. Hm. Oh. Allgemein ein neues Main-Game oder irgendwie muss Pokémon wieder laufen. Keine Ahnung. Das wäre schon mal ganz nice. Ja, man kommt hier einfach nicht raus, das ist so dumm. Alter. Ja, OB2 kann ich eh wieder mehr spielen. Also wir zocken eh Overwatch sogar, ne? Ich hab Ult. Danke für den Bub, Digga. Aber das Ding ist halt, ne, bei Overwatch, die Zeiten sind halt auch vorbei wie früher, dass du einfach chillig nebenbei zocken konntest, eine Spotify-Playlist mit normaler Musik laufen lassen konntest. Das war halt schon geiler als jetzt, wo du aufpassen musst, dass du keine Claims kriegst und so einen Scheiß. Das ist halt nervig. Bruder, diese zwei Healer heilen sich die ganze Zeit gegen. Kann die irgendwie nicht killen, Digga. Und es bringt auch nichts mit Dingen. Ich komme nicht gegen die an. Die Map ist ja größer. Ich spüre eure Begeisterung, Alter. Leute. Wie, du zockst erst Ostern, kannst du nicht in der Weihnachtszeit so, oder? Irgendwie. So, ich komme hier nicht weg, das ist voll der Dreckspawn, was ist das? Ich hab fast 8k Damage. Boah. Wann das jetzt gerade? Ey, ich schwör's ja, der Spawn ist der größte Rotz, den es gibt. Aber ne? Wenn ihr da nicht wegkommt, warum nimmt bei euch jemand eine Asche und schmeißt Dynamit raus und eine Moira und schmeißt Bälle raus? Das bringt ja nichts, da stehen ja die Healer genau vorne dran von denen. Ja, wenn alle zusammen oder einen Junkrat und einfach Bomben raus spammen. Habe ich gerade versucht, hat nicht funktioniert. Ja, ich war fast bei Payload, schade. Oh, Digga, what the fuck? Digga. Ey, aber das ganze Team geholt, ne? Ich weiß. Also, der Spawn ist Dogshit. Spawn ist komplett dumm.
Wenn da wenigstens oben auf dem Haus was wäre. Wenn du eine Treppe hochlaufen könntest, um dann von oben zu kommen. Oder hinten rum. Lieber nur mitbauen. Aber nur zwei Stellen, wo du rauskommen kannst, die 2 Meter nebeneinander sind, Hallo? Die sind halt echt... Du hast links einen Spawn und rechts komplett und in der Mitte, aber die sind alle gefühlt nebeneinander. Klingt nach Spaß, Leute, klingt rechts, nach Spaß. Rechts und der in der Mitte gehen zu dem einen hoch. Der ist einer. Ja. Rechts und der in der Mitte gehen, es sind einfach nur 2 verschiedene Türen, die dann zu einer Tür gehen, die rausgeht. Also ich weiß den Kom, was man da spielt, Yannick, wenn man der Defender ist, einfach vorne dran mit Reaper. Und wie lange hast du noch dein Shiny Hunting? Dein Level? Ein bisschen mehr als 10 Minuten. Ja, okay. Geht ja noch nur. Oh mein Gott, das siehst du jetzt erst. Krass, ne? Du hast mir vorher auch nie gespendet. Du Brain. konnte ja nicht. Ach, so ran. Kann man 10 spenden in den ganzen... Woher war ich 13? Das stimmt. Okay. Yeah, bro. Wir brauchen Konter gegen den, ne? Ich weiß noch nicht, gegen, was. Gegen wen? Der neue Tank oder was? Ja. Reaper ist gut. Ja, probier mal, Meg. Sora gönnt jetzt zurück. Ja, ich probiere. Die ist genau, wie ich die probiere. Ist das wieder eine neue Map? Nee. Nee, King's Row. Ja, gerade gar nicht gesehen. Siehst du, wie ich es probiere? Die Wand dahingestellt, ja moin. Ja, nee, du klingst so richtig begeistert. Ich hab einen Kill gemacht. Hä, wieso lebt sie mit Metro noch? Ach, jetzt wegportet die Snitch. Oh, scheiß drauf, ich wechsel von Genji. Bringt nichts gegen das. Muss ich mit Reaper rein. Haben die bei Destiny nicht jetzt die Materialien weggenommen? Welche? Die Dings. Planeten-Mats. Ja. Weiß ich gar nicht. Wollen die das nicht machen mit der neuen Season? Eigentlich schon. Ja, ich büße dich eigentlich, wenn ich 21 bin. Naja. Nicht älter als 25, so. Ich hätte auf 27 geschätzt, also von daher easy. Ey, Mann, Symmetra ist so ein toxic Kack-Charakter. Wo waren alle? Sind echt die alle waren tot, Digga. Wo waren alle? Tot, außer ich.
Boah, mit Kiriko ist das so behindert. Kann den nicht killen. Ey. Das sind aber komplett die falschen Supporter, die wir haben. Noch 11 Minuten, Yannick. Ja, kein Problem. Bisschen Scheiße reinsprayen. Nennen sie auch Bierschiss. Okay, versteht wieder niemand. Ist okay. Ist einfach okay, Jungs. Ist okay. Gegner wieder eine Mercy haben, die alles machen kann, Alter. Das ist so nervig. Ja, weil wir nicht drankommen, wegen Turrets, die überall stehen. Ich weiß nicht. Boah, Spiel. Alter, dieses Geschützkacke von Symmetra ist so cringe. Der Damage, Alter. What the fuck? Als Ziel ist gerade echt so viele Pokémon wie möglich auf 65 zu kriegen, dass wir die restliche Story noch durchziehen können. Ohne dass irgendwas großartig abkratzt. Das geht ja dank Schamere Express ganz gut. Wie wir das jetzt am Ende einfach noch eingenommen haben. Einfach verdient die Einnahme. Oh, wie gut die Performance ist, ne? Hauptsache das Spiel laggt, wenn du drei Pokémon siehst. Alter. Ich versteh's aber auch nicht. Ich bin so oft auf dem Kopf drauf, aber der Schuss connectet einfach nicht. Weil die Hitbox einfach nur dumm ist. Klingt wirklich, als hätte sehr viel Spaß gerade. Ja, so. Ja, ich muss einfach Junkrat gerade spielen. Ich habe sehr viel Spaß. Glaube ich dir. Weil mich so eine Symmetra abpackt. Fuck eine Symmetra, ich fuck alles andere ab. Oh, die ist tot, Digga. Oh. Hab die Mercy. Was?
Kamezin und Popos Game of the Year, Digga, das ist Game of the Jahrzehnt, Alter. Das ist ja. Guck dir die Qualität an. Goated Game, Bro. Wir müssten ihm einfach das Moos zeigen in der Höhle. Oh, Alter, das kann man nicht zeigen. Das ist einfach. Bande. Mache das Gras, ne? Wie durchsichtig das Gras wird. Außer nicht durchsichtig. Nein, es wird einfach bloß weggepixelt mit einem Raster, weil einfach das die einfachste Methode ist, damit man keine durchsichtigen Sachen abprogrammieren muss. Boah, und diese scheiß Fla-BB und Flötteviecher kotzen mich so an. Ja, Animationen sind heftig. Alles ist heftig in dem Spiel so. Also das Spiel ist heftig. Es ist Pokémon Heftig Edition. Die Cracked Edition. Ey, Sim, du Nutte. Der Hyperstrahl muss ja auch heftig sein, weil da das ganze Geld reinfließt. Und Ed Sheeran. Hyperstrahl-Animation und Ed Sheeran. Das ist das, wo das Geld reinfließt bei Pokémon. Ja, Mann. Ich hab Reifen. Was werde ich denn jetzt hier getroffen? Oh mein Gott. Ey, das ist so lächerlich, Mann. Aber Overwatch macht auch Spaß. Ja, ich werde von dieser scheiß Kugel von Symmetra getötet. Der Charakter ist so abfuckt. Die sollen dir den Teleport nehmen, das ist so nötig. Ich muss auch seine Playstation anmachen, außer wieder alles updaten, ey. Ah, du willst reinkommen, geil. Nee. Digga, ich geh gleich schlafen. Ja, Sora, klar ist der Leistungsschwach. Guck dir aber mal Breath of the Wild an, wie das aussieht, ne? Das ist genau die gleiche Konsole. Und das Spiel ist älter als Amazin und Popo. Ich hab gespielt wie Müll. Game Freak ist einfach leistungsschwach. Bro, was hat der überhaupt? Ein Kill, Digga. Haben die Hansos Animation irgendwie verändert? Vom Bogenschießen? Dann offline, cool, schon nochmal verfehlt. Geil. Beste Attacke. Das Spiel könnte auf dem N64 laufen, Alter. Könnte auf dem räudigen Fernseher laufen. Guck dir den Boden an. Huh.
Oh, andere Rialto gibt es jetzt wieder als Map, die haben sie wieder reingemacht. Und Blizzard World. Oh, oh. Was ist denn da los, dass die wieder drin sind? Aber die haben die Watchpoint Gibraltar und noch irgendwas anderes aus der Map-Rotation rausgemacht. Okay. Ja, die sind halt unfähig und haben zu wenig Zeit, um unfähig zu sein. Das ist halt Game Freaks Problem. Ja. Deswegen muss ich mir auch alle 3 Jahre ein neues Feature einfallen lassen. Das ist nur eine Gen was, drin. Was eine Gen drin ist. Anstatt einfach die Sachen weiterzumachen, die gut gefallen haben. Sowas wie regionale Pokémon. Mega-Entwicklung. Waren eigentlich die Banger-Sachen, ne? Aber. Da ist schon echt 2 Leute gestorben. Oh moin. Oh mein Gott, hat sich die gefunden. So eine schwule Tracer an mir, Alter. Ich bin echt Doomfist. Ja, aber der kann ja halt trotzdem nicht spielen, auch wenn er gebufft wurde. Hä? Ich hab sie doch gerade getötet. Nee. Ach, war Tracer gerade vor mir. Oh, cool, das kriegt doppelten Damage. Oh nein, die Geist ist ekelhaft, da musst du aus dem Radius raus. Ja. Aus dem Radius raus. Teams. Alter, welcher Team hat sich gerade verpisst? Es war doch noch einer bei mir. Eben. Da war niemand mehr. Wieso war keiner mit da? So, ja, eine Geschwere bereit. Ja, gib's mal. Raid. Ja, warte. Ich lass dein. Ich gebe Passwort in Party ein. Ein. Switch-Chat. Ey, Tracer, du Schlampe. So viele Beleidigungen. Ist drin. Ja, das ist so lächerlich. Ja. Dass die Gegner wieder mit Tracer abfacken müssen. So ein Schmutzcharakter.
Das ist auch bloß so ein normales Taurus, aber scheißegal jetzt. Das muss halt jetzt das her. Taurus. Das ist bloß das normale Kampf-Taurus. Hat der für eine... Hey, wie konnte er mich denn so treffen gerade? Der Zug... Hä? Sein Nahkampf geht auch weiter? Ja. Lächerlich, Alter. Der macht einen Nahkampf, der trotzdem einen Meter weit geht. Wow. Wenn keiner mehr rein will, kein Problem. Ja, ich bekomme Twitch-Ban wegen Beleidigung von den beiden Pfeifen hier. Hä, ja, das ist nicht mal. Wie soll ich den Twitch-Ban bekommen? Durch die Digga, Beleidigung, ich oder? Bekomme Twitch-Ban. Ja, meine ich ja, aber das kriegst du keinen Twitch-Ban. Natürlich, bekomme ich einen Twitch-Ban. Von was? Digga, wenn ihr hier rumlaubt von wegen schwul und dies und das, natürlich geht das. Hä, ich bin schwul, ich darf sowas sagen. Aha. Wenn wir selber spielen, dann spielen wir viel schlimmere Scheiße gesagt. Und das war sogar uns Stream, lol. Hey. Ja, aber früher war Twitch nicht ganz so wie jetzt. Der geht doch mal bei diesen großen Streamern, was für Scheiße labern, teilweise kriegen auch nichts. Nicht so. Ja, es sind aber auch große Streamer, ne? Ja, egal. In jedem Overwatch-Stream mit Final Viewern, die labern auch alle. Excuse me? Excuse me, was? Alle drauf da. Was, ein Drachenamphierer? Ja. Müll. Dumme, wir brauchen einen Namen für Taurus. Minotaurus, easy. Aber ist ja kein Gott. Und doch ist. Nein, das ist eine Legendenfigur, aber kein Gott. Herkules. Ja, haben wir. Hatten wir Herkules schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Verdammt. Haben wir das Ariama oder so genannt? Oh, Talk. So, wie nennen wir das denn? Männlich oder was? Männlich? Es gibt was männlich, ja. Ich weiß ja nicht, ob es bei der... Wenn die schon einen Arenaleiter machen, der weiblich aussieht und männlich ist. Nee, ein Reaper, Alter, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Apis. Ach, stimmt. Jetzt, wo die Person das sagt. Wie viele habe ich schon? Pokémon oder? Was meinst du? Ja.
muss einfach schon wieder Reaper gehen, Digga. 84 gefangen, 285 bekämpft. Oh. Was ist das für ein Braden-Hat? Du hast jetzt 4 Shinies. Ja, wahrscheinlich sprayt der irgendwie Steine auf ein. Das sind seine Kugel. Er schießt mit Kieselsteinen auf dich und du stirbst dadurch fast. So, Leute. Das war's aber jetzt von mir für heute. Wir speichern. Morgen geht's weiter. Nochmal Training. Wie viele gestorben? Oh, Sora. Sehr viele. Sehr viele. Das ist meine aktuelle Box, die lebt, ne? Die bringen wir jetzt alle auf Level 65. Und das ist mein Friedhof. Wie lange geht dein Ult noch? Keine Ahnung, so lange Kills macht anscheinend. Nein, es gibt keinen Spendenbeitrag, dass ich bis hätte. Ja, es sind coole Mons gestorben, ne? Ich habe für Dingsbums, für Skarabon 2 Mons geopfert. Und dann ist es selber gestorben. Also. Sind schon ein paar coole Mons draufgegangen. Leider, ja. Immer in der Pokémon-Liga wurde mein Level 75er Lucario einfach weggecrittet. One-Shot und das war weg, ey. Das war so dumm. Der Durchbruch-Inzident. Ja, so läuft das hier. Gutes Spiel. Hashtag gutes Spiel. Ja, ich habe Traugrein sterben lassen. Das hat die Pokémon-Liga auch nicht überlebt. So, nochmal speichern. Und dann ist Schluss für heute. Ey, die haben auch schon wieder so eine OP-Mercy. Alter, das fuckt doch ab. So, das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Also was Schönes. Liebe Discord-Chat, ich gehe schon mal. Ne, Wiedersehen. Viel Spaß bei Overwatch. Und flucht nicht so viel. Wir hören uns, denke ich, am Morgen. Ja. Gut. Tschüss. Ciao. So, lieber Livestream, auch von mir an euch, gute Nacht, schlaf gut, träumt was Schönes. Und morgen geht's ja wieder so wahrscheinlich 7:30, kurz vor 8. Weiter. Noch ein bisschen Training und dann machen wir die letzten Kämpfe gegen Pepper und gegen den Team Star Boss und dann gucken wir, dass wir in den Schlund reinkommen, die Main Story machen und die ganze Nuzlocke mal beenden diese Woche im besten Fall. Von daher, das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.